Hallo zusammen. Heute soll es um diese beiden Böker Boxer hier gehen in der EDC-Version. Die wurden uns von der Altona Silberwerkstatt für ein kleines Passaround zur Verfügung gestellt. Das heißt, nach dem Video gehen die weiter an den nächsten Teilnehmer und am Ende wird eins von den beiden dann unter allen Teilnehmern verlost. An der Stelle erst einmal vielen Dank an die Maxi von der Altona Silberwerkstatt, die dieses Passaround hier möglich gemacht hat. Und falls ihr euch für das Messer interessiert, dann schaut mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich die Bezugsquelle, und zwar die Altona Silberwerkstatt genannt. Die haben auch noch andere Messer von Chris Ree, von Giant Mouse, von Jens Anso, Daily Customs und. Also schaut einfach mal vorbei. Als ich gefragt wurde, ob ich an dem Passaround teilnehmen möchte, da war meine Antwort, dass ich grundsätzlich Interesse hätte, aber nur wenn die braune Version rumgeschickt wird. Einfach weil ich mich an den schwarzen Gears ein bisschen satt gesehen habe und dachte, dass mir die braune Version besser gefallen würde. Da muss ich meine Meinung allerdings ändern. Ich muss sagen, jetzt wo ich beide vor mir liegen habe, gefällt mir die schwarze Version sogar besser. Das wirkt irgendwie ein bisschen stimmiger, vor allem weil das Mikata hier auch noch so ein paar weiße Stellen hat. Finde ich, passt irgendwie richtig gut, auch mit dem Messing dazu. Also wenn ich jetzt gewinnen sollte, dann würde ich mich höchstwahrscheinlich für die schwarze Version entscheiden. Und das wundert mich doch etwas, weil ich normalerweise ein bisschen Abstand davon genommen habe, mir die schwarze Version zu holen. Also was schwarzes Mikata, G10 oder Alu angeht. Aber kommen wir endlich zu dem Messer. Als erstes vielleicht mal der Karton. Das wird in so einer Böker-typischen Verpackung geliefert. Ich glaube nicht magnetisch, sondern es wird über dieses höhere Material hier zugehalten. Und innen drin ist dann ein bisschen Paperwork und so eine kleine Mikrofaser-Pouch, was auch immer. Bräuchte ich jetzt persönlich nicht. Der Karton geht völlig in Ordnung, könnte ein bisschen kleiner sein. Wirkt auf jeden Fall relativ hochwertig. Passt absolut. Dann die Gesamtlänge von dem Messer, das sind 18,5 cm. Also weder besonders groß noch besonders klein. Ich würde mal sagen, so mittelgroß in dieser Größenordnung. Klingenlänge sind knapp 8 cm, ich glaube 7,95 oder sowas. Klingenstärke gefällt mir richtig gut, gerade mal 3 mm. Für mich persönlich hätten es auch 2,5 mm getan. Auf der anderen Seite sehen 3 mm sehr stimmig aus zu dem Messer. Also passt absolut. Dann hinter der Schneidphase habe ich so 0,45 bis 0,5 mm gemessen, je nachdem an welcher Stelle ich gerade gemessen hatte. Bei einem nicht verriegelnden Messer, mit dem man ja eher nicht so die harten Arbeiten erledigt, da könnten es für mich auch 0,35, 0,4 mm sein, aber geht absolut in Ordnung, ist schon ein ziemlich guter Wert. Klingenstahl, da wurde der Böhler M390 verbaut, auf 61 HRC gehärtet, also eine ordentliche Härte, sollte also relativ lange scharf bleiben und man hat hier noch so ein relativ cooles Acid Stonewash Finish auf der Klinge, auch das gefällt mir ziemlich gut. Dann das Ganze ist ein Slip-Joint-Messer, also nicht verriegelnd und damit 42A-konform. Und ist auch ein Zweihandmesser, also von daher eh 42A-konform. Und man hat hier noch so einen Halbstopp bei 90 Grad. Allerdings finde ich das ein bisschen zu spät. Also ich meine, wenn es zuklappt und ich das Messer normal greife, dann habe ich mich hier längst geschnitten. Da ist dann sozusagen auch der Fingerknochen die Verriegelung. Also das könnte von mir aus irgendwie auch hier sein bei, was weiß ich, 130, 120 Grad. Also 90 Grad finde ich grundsätzlich immer ein bisschen zu spät. Dann die Klinge ist mittig zentriert. Geht definitiv in Ordnung und man hat auch überhaupt kein Klingenspiel. Also die Klinge sitzt bombenfest. Und dann hatte ich es ja schon angesprochen, es wurden die beiden Versionen rumgeschickt. Hier in dem Fall mit schwarzem Canvas-Mikata und braunem Jute-Mikata. Ein kleines Highlight sind in meinen Augen die Messing-Nieten, Pins und Ösen. Also das ist nochmal so ein kleiner Kontrast und verstärkt auch nochmal den Vintage-Look. Gefällt mir richtig gut. Clip, da hat sich Böker entschlossen, keinen zu verbauen. Das wird den einen oder anderen vielleicht stören. Mich persönlich stört es überhaupt nicht. Das Messer wiegt gerade mal 73 Gramm, also das kann ich problemlos in der Jackentasche oder in der fünften Hosentasche mitnehmen. Baut auch nicht dick auf, also da brauche ich nicht unbedingt einen Clip. Wäre vielleicht ganz schön gewesen, auf der anderen Seite vom Design her passt es so ganz gut. Also da kann ich definitiv damit leben, dass es keinen Clip hat. Und was den Preis angeht, das sind so 126, 127 Euro, geht also auch absolut in Ordnung. Vielleicht mal die Pro- und Kontrapunkte. Als erstes die Optik, die gefällt mir richtig gut. Also das gesamte Design, sowohl die Formen als auch die Farben, als auch das Acid Stonewash, Messingnieten, das Jute Mikata, auch das gefällt mir richtig gut. Also die gesamte Formensprache, das gesamte Material, die Farben, also das ist wirklich ein ganz großer Wurf, finde ich. Handlage, ich habe Handschuhgröße 8 bis 9 und das liegt wirklich perfekt in meinen Händen. Auch das gefällt mir sehr gut. Dann als nächstes, dass es 42A-konform ist, gefällt mir ziemlich gut. Momentan bin ich auf so einem kleinen Trip, dass mir 42A-konforme Messer einfach besser gefallen oder ich nur noch bereit bin, dafür mein Geld auszugeben, weil Spielmesser habe ich genug.
aber Messer, die ich mitnehmen kann, da finde ich, kann man gar nicht genug von haben. Dann das Gewicht, auch noch ein großer Pluspunkt, 73 Gramm, das trägt nicht dick auf, das stört nicht groß, es fällt nicht groß auf in der Jackentasche, in der Hosentasche. Der Stahlbühler M390 ist einer meiner drei Lieblingsstähle, da haben sie wirklich eine tolle Wahl getroffen. Mikata fühlt sich wirklich sehr natürlich an, auch das ein großer Pluspunkt. Und als letztes die Verarbeitungsqualität, also auch die Kanten hier drin sind gebrochen, das geht absolut in Ordnung. Also da kann ich nicht meckern, was die Verarbeitungsqualität angeht. Also auch hier die Pins spürt man nicht, die sind sauber, da merkt man gar nicht mal einen Übergang. Hier auch keine scharfe Kante, nirgendwo. Und wie gesagt, hier drin die Kante auch ein bisschen gebrochen, also wenn man reingreift, dann ist es nicht irgendwie unangenehm. Also Verarbeitungsqualität, Optik, Haptik und so weiter und so fort sind die großen Stärken. Kritikpunkte gibt es allerdings auch, und zwar die Federspannung. Ich weiß, die ist schwach entworfen worden, mit Absicht, das ist auch okay. Oder sagen wir es so, es ist Geschmackssache. Viele bevorzugen eine starke Rückenfeder, manche bevorzugen eine schwache. Hier war das so gedacht, dass man es mit einer Hand noch leicht schließen kann. Das funktioniert auch soweit. Allerdings finde ich den Druckpunkt oder den Verriegelungspunkt ein bisschen zu schwammig. Das heißt, wenn ich das so ein bisschen aufmache, dann bleibt das offen. Und das finde ich, sollte halt nicht sein. Also ich ziehe das hier so ein bisschen raus. Und eigentlich sollte das dann angesaugt werden oder wohl definiert schließen. Das tut es leider nicht. Also in jedem Punkt. Die Klinge bleibt dann so. Wenn es so ein bisschen aufgehen sollte, dann könnte man sich hier vielleicht auch schneiden. Also das gefällt mir nicht. Auch hier, wenn ich das aufmache zum Beispiel, dann ist es nicht definiert einrastend, sondern es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen schwammig. Dann als nächstes der Übergang hier zwischen dem Acid Stonewash und dem satinierten Finish hier. Das gefällt mir auch nicht. Das ist irgendwie ein zu starker Kontrast. Also wenn ich das Messer gewinnen sollte und es meins wäre, dann würde ich hier mit einem Wattestäbchen und ein bisschen Eisentrichlorid mal drüber gehen und zumindest anätzen, dass es ein bisschen dunkler wird. Also dieser Kontrast hier zwischen dem Dark Acid Stonewash und dem Satinierten, das gefällt mir auch nicht so wirklich. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch schnell gemacht. Ich meine, Wattestäbchen, Eisentrichlorid, 5 Minuten und das ist dann einfach optisch angepasst. Also das wäre nicht so das K.O.-Kriterium für mich. Dann als nächstes finde ich die Logos ein bisschen zu groß. Also hier Böker, Solingen, M390, Germany, dann das Logo von Böker. Das finde ich einfach ein bisschen zu viel. Ich finde, das Logo mit dem Baum hier hätte es völlig getan. Oder nur der Böker-Schriftzug, aber ich glaube eher, das Logo wird mir besser gefallen. Und auch hier noch das Logo vom Designer. Also das ist mir ein bisschen too much. Also wenn ich hier eine normale Achsschraube hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auseinandernehmen und mit einem neuen Acid Stonewash Finish versehen. Aber das ist meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, das ist irgendwie auch noch relativ dezent. Also nicht von der Größe, aber von der Optik her. Das passt im Grunde schon. Also das ist meckern auf hohem Niveau. Und als letztes, und das hatte ich ja schon angesprochen, wenn sich irgendwann ein Klingenspiel entwickelt, da habe ich keine Achsschraube, wo ich das dann nachziehen könnte, kommen wir zum Fazit. Und ich muss sagen, ich bin da komplett hin und her gerissen. Einerseits gefällt es mir optisch verdammt gut. Also die Klinge mit dem Dark Acid Stonewash, mit der Klingenform, mit der Swatch hier, mit den Messingpins hier, mit dem Kontrast, mit dem Mikata, mit diesen helleren Stellen hier im Mikata. Ich weiß gar nicht, ob ich das gescheit eingefangen bekomme. Hier hat so ein paar hellere Stellen, die gefallen mir richtig gut. Die Form hier hinten ist einfach richtig gelungen optisch. Und dann ist aber der Punkt mit der Klingenfeder, die mir einfach zu schwach ist. Also es ist gar nicht mal so, dass die zu schwach ist, sondern dass es nicht einrastet. Ich weiß, wenn ich damit schnitze oder arbeite, dann wird der Druck hier von vorne nach hinten ausgeübt und es klappt nicht zu. Also die Klingenfederspannung, die passt schon im Prinzip, aber dass es hier nicht von selbst einrastet, das ist mir so ein kleiner Dorn im Auge. Vielleicht sollte ich mal vor Ort bei ein paar Messerhändlern schauen, ein paar Versionen in die Hand nehmen. Vielleicht hat eine ein bisschen weniger das Problem oder ist ein bisschen besser. Und dann könnte ich es mir auch holen, weil es ist so das Einzige, was mir an dem Messer am Ende nicht wirklich gefällt. Der Rest ist wirklich mega auf hohem Niveau. Ja, am Ende vielleicht noch ein paar Größenvergleiche. Als erstes vielleicht ein Victorinox mit Daily Customs Griffen, 91mm Modell. Also da sieht man schon, es ist deutlich größer, aber im Grunde ist es so ein Mittelklasse-Messer von der Größe her. Dann ein Spyderco UK PK, ist auch noch ein bisschen kleiner als UK PK. Und dann als nächstes vielleicht noch ein Benchmade Bugout. Und viel geben sich ehrlich gesagt nicht. Es ist so ziemlich die gleiche Messergrößenklasse. Also das Bugout ist vielleicht 1, 2, höchstens 3 mm länger. Aber im Grunde würde ich schon sagen, es ist die gleiche Größenklasse. Ja, das soll es auch wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.